Mal sehen, wie weit das uns führt. Nettes Feature, was man aus Metroid Prime übernommen hat, dass man mit dem Charge Beam Items zu sich heranziehen kann. Gab es ja eigentlich auch selbst in den 2D Metroid Spielen nach Metroid Prime nicht. Wenn man natürlich mal das Metroid 2 Remake außer Acht lässt, was man nicht tun sollte, denn das sollte man eigentlich spielen. Das hat es auf jeden Fall mehr als verdient. So, da ist ein Item. Das ist ein Missile Container, aber irgend so ein dummer grinsender Block versperrt uns den Weg. Oben drüber kommen wir auch nicht. Vielleicht für irgendwie den Weg dann oben runter. Charge Beam. Okay. Werde ich mir merken, dumme, grinsende Blöcke mit aufgeladenem Schuss kaputt machen. Hat uns dieses Spiel beigebracht. Oder habe ich gerade, er hat es uns nicht beigebracht, ich habe es gerade selbstständig durch meine harte, aber effektive Forschungsarbeit selbst herausgefunden. Für meine harte und tiefgehende Forschung, möchte ich noch sagen. Denn das ist natürlich klar, dass, ja. Das, was ich hier mache, das ist natürlich gleichzustellen mit der Forschung zur Bekämpfung von Krebs. Na, das weiß ja jeder. Ja, wir haben mal wieder eine Speicherstation gefunden, um unsere Forschung erstmal fürs Erste wieder zu sichern. Und was noch schöner ist, wir haben ein großes Portfolio an begehbaren Wegen und Abzweigungen, die wir hier noch für uns offen haben. Ja, davon ist eins gerade mal schon wieder weg. Ich sollte sowas nicht sagen, das bringt häufig Unglück. So, war hier denn jetzt noch was? Nee. Da kommen wir aber nicht. So, rote Tür, das kann auch mal wieder bestimmt zu einem ganz tollen Item führen, vor allen Dingen, wenn wir die Musik hören für einen Itemraum. Einfach mal drunter herkrabbeln können. So. Oh, das ist doch der Grapple Beam. Ja, schön. Kriegen wir sogar ziemlich früh in diesem ROM-Hack. So sehr benötigt kann ich, haben wir eigentlich bisher nicht. Also ich eigentlich die meisten Stellen, wo wir den Grapple Beam brauchten, habe ich eigentlich mit Bombensprüngen und anderen Sachen überbrückt. Aber naja, es wird sicherlich noch der Zeitpunkt kommen, vielleicht sogar bei einem gewissen Bosskampf, wo der Grapple Beam von bestimmt von äußerst wichtiger Bedeutung wird. Bin ich mir ganz sicher. Können wir den auch benutzen. Vor allem, wenn wir es nicht mehr schaffen, uns an der Wand nach oben zu katapultieren. Aber ich hasse sowas eigentlich, also bin nicht der Fan.
zu nutzen. Also besonders nicht an diesen fliegenden Schildkröten. Also im Endeffekt vielleicht sogar noch einen Bombensprung fürs Ganze nach oben machen. Ja komm, wir können dem Ganzen ja mal einen Versuch geben. Oh, funktioniert sogar gar nicht an diesem Gegner. Ja, dann sollten wir aus dem Weg räumen, weil wenn wir dann mit einem Bombensprung probieren und wir in den rein crashen, das wäre natürlich ärgerlich. Naja, dann mal auf nach oben. Ist ein langer Weg. Bin mir sogar fast sicher, wie ich das oftmals hinkriege bei solchen Wegen, dass ich irgendwo mich nicht, bin ich nicht zu weit nach links oder nach rechts gegangen. Oder das passiert. Oder das passiert. Geil. Ja, da dieser Gegner für uns da außer Reichweite ist, müssen wir aufs Beste hoffen und an dem irgendwie vorbeikommen, ohne in den rein zu juckeln. Jawohl. So. Und noch eine grüne Tür. Jetzt scheuen sie aber nicht davor zurück, uns mit Super Missile Doors Türen zu sagen: Nee, mein Freund, hier geht's nicht weiter. Und tatsächlich, hier geht's auch nirgendwo für uns zu weiter. Da oben war auch eine Super Missile Tür bei dem Speicherpunkt. Karte aus, als wäre da nichts gewesen, aber diesen Weg sind wir ja hergekommen. Ne, beziehungsweise ist der Raum mit der Speicherstation. Wir müssen eigentlich ja jetzt wieder den Weg zurückgehen. Viel anderes bleibt uns da nicht über. Ja, nicht einfach zu sagen, ob das Spiel will, dass wir jetzt schon hier hingehen oder nicht. Also mir ist es eigentlich egal. Ich gehe überall hin, wo ich hin rankomme. Und hey, wir werden mit einem Energietank belohnt. Aber wahrscheinlich auch mit einer Sackgasse. Ja, aber ey, Energietank, da sage ich nicht nein zu. Ganz im Gegenteil. Ich bin mir sicher, der wird uns vor dem Tod bewahren und sich als nützlich erweisen. Mit Sicherheit. Kommen wir nicht hin.
müssen irgendwie an Super Missiles kommen. Wer weiß, wo die gelagert sind. Auf. Ja, damit kommen wir in Brinster eigentlich so nicht mehr weiter. Fürchte ich da fast. Ich weiß nicht, bis wir Super Missiles haben. Vorerst nicht weitergehen. Mit Missiles erledigen können. Vielleicht ein Zeichen daran, dass ich mir doch mal in naher Zukunft den Wave Beam holen sollte. Das sollte eigentlich für uns ja kein Problem sein. Naja, werden wir machen, wenn jetzt hier wirklich alle Stricke reißen, dann müssen wir uns ohnehin im hier ja nochmal weiter wieder umsehen. Ein paar neue Items haben wir, um dort ein paar neue Räumlichkeiten zu erreichen. Speichern könnten wir auch mal wieder. Haben wir noch einen neuen Energietank gefunden. Wer weiß, was passiert. Das Spiel stürzt ab oder keine Ahnung was. Ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Da wird uns aber auch der Speicherpunkt nicht weiterhelfen. Nee, aber wir nehmen schon auf. Beziehungsweise ich. Keine Bange, keine Bange. Okay. Hier war der Raum, wo wir den Schattenschwimm bekommen haben. Da ist die Tür aber verschlossen. Wenn wir, sag ich mal, hier den offiziellen Weg nehmen. Das ist der einzige Weg, der zurückführt. Okay. Oh, jetzt sind beide Türen zu. Okay, da müssen wir irgendwie was finden, was diese Türen öffnet. Schalter oder sonst irgendwie was. Wieder bin ich gerade blind. Halt, Moment. Ach, ich bin blind. Ja, und das öffnet tatsächlich die Tür. Ich bin blind und sehe das offensichtliche Ziel vor Augen nicht. Aber besser spät als nie. So lange hat es ja auch nicht gedauert. Okay, nichtsdestotrotz würde ich fast sagen, wir haben jetzt hier in Brinster soweit alle unsere Möglichkeiten ausgeschöpft.
Okay, das führt auch zu einem Item hin, früher oder später. Oh, die Tür blinkt sogar. Also die war vorher verschlossen. Da können wir jetzt sogar durchgehen. Frage ist, kommen wir hier irgendwie weiter? Ja. Wir können den Boden wegsprengen, schön. Und was kriegen wir? Was kriegen wir? Trommelwirbel? Missiles. Die Enttäuschung war nicht zu überhören, oder? Ja, wenn die dann auch noch so eine große Chozo-Statue dahin packen, da möchte man eigentlich meinen, dass das da was Besseres ist. Alter Schwede, die halten wir so aus. Beim Original trifft man diese Fische eigentlich auch erst beim Wreck-Ship. Bis dahin hatten wir schon ein paar stärkere Waffen. So, und hier sollen wir irgendwann mal mit einem Speedbooster durch. In ferner Zukunft. Sollten wir dem irgendwann mal über den Weg laufen. So, die Tür ist leider immer noch verschlossen. Manchmal in diesen Pflanzen so. Oh, aber hier können wir durch. Habe ich das nicht vorhin schon mal probiert? Ja, doch, habe ich. Und ich bin auch vorhin schon mal da durchgegangen, um nach Krateria zurückzukommen. Ja. Ach ja. Natürlich. Das war doch der Weg dahin zurück. Ja. Genau. Und, jetzt mal zurückgehen. Passt eigentlich ganz gut. Mit den paar neuen Items, die wir haben, sollten wir hier auch an ein paar neue Sachen rankommen. Hoffe ich mir jetzt mal einfach zumindest. Und ich lag auch vorhin falsch, dass wir da wieder bei der Landestelle waren. Die ist noch ein bisschen weiter rechts, aber das macht ja nichts. Hier nichts, überhaupt nichts. Denn wir kommen da ja in den Seil auch wieder hin. So, natürlich die ganzen Orte, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Sowas weiß man natürlich direkt auch wieder, die ganzen Orte wiederfinden, wo wir dann irgendwie festhängen. Da hatte ich noch was gesagt von wegen im Kontext der Karte. Ja, werden wir schon irgendwie. Irgendwie werden wir es schon schaffen. Ich glaube fest daran. Zum Beispiel werde ich auch mal im Schiff wieder abspeichern. Es gibt eigentlich selten Metroid-Spiele, wo ich das so häufig mache. In der Zwischenzeit kann ich mal meine Pulle mit Saft schütteln. Und natürlich noch nichts davon trinken. So, hier waren wir noch nicht. Da oben ist was verzeichnet. Oh, und geht's hier? Sieht irgendwie aus, geht's hier zum Wreck-Ship oder sowas in der Art? Hat
ein bisschen so den Anschein. Mal sehen, ob wir hier oben was abgreifen können. Ja, so auf jeden Fall nicht.